Das Objekt ist ein Dropstone. Das ist ein Gesteinsfragment, das ich in meinem ersten Sedimentkern gefunden habe, den ich beprobt habe. Das ist ein Sedimentkern, der wurde westlich von Spitzbergen gezogen. Und so ein Sedimentkern besteht normalerweise aus ganz feinen Sedimentschichten. Also das sind tonige oder siltige Sedimente. Und da ist so ein Stein sehr auffällig. Man fragt sich, wie kommt er da hin, was hat er hier zu suchen? Und das war mein allererster. Das war wirklich, ich hatte vorher zwar Geowissenschaften studiert, aber mit der Klimaforschung, Polarforschung nicht viel am Hut gehabt. Und als ich dann in Bremerhaven im Institut stand und meinen ersten Sedimentkern quasi auf dem Tisch vor mir hatte, war das dann so das erste Objekt, was ich quasi in die Finger bekommen habe, was mir sagte, okay, jetzt geht's hier weiter mit der Klimaforschung. Ich rekonstruiere, wie die Klima und damit auch die Umweltbedingungen in den hohen polaren Gebieten sich in der Vergangenheit verändert haben. Also im Rahmen meiner Doktorarbeit habe ich mich vor allem auf die Klima- und Umweltrekonstruktion in der Framstraße konzentriert. Also da haben wir hier Grönland, hier liegt Spitzbergen, kleine Archipel. Zur Orientierung, hier haben wir Island und hier Norwegen, Schweden, Finnland. Und die Framstraße ist genau diese enge Meeresverbindung. Das ist zeitgleich auch die tiefste Verbindung zwischen den ganzen Weltmeeren und dem Arktischen Ozean. Das heißt, hier findet ein immenser Austausch von kalten und warmen Wassermassen statt und auch Meereis. Also hier wird das Meereis, sieht man jetzt auf dieser Karte nicht, hier wird das Meereis nach Süden durch die Framstraße in den Atlantik transportiert. Spannend. Also das Erste, was ich gesehen habe, waren dann Eisberge. Da waren wir in der Baffin Bay, westlich von Grönland. Und da kam dann mein erster Eisberg. Und ich stand an Deck, habe natürlich gleich ein Foto von mir und dem Eisberg gemacht, für die Lieben zu Hause. Das dann auch gleich verschickt. Und dann sind wir durch die Nordwestpassage gefahren, alles voller Nebel, aber auch Eis, richtig Meereis. Und das war dann der Aha-Effekt. Aha, das beschäftigt mich jetzt also die nächsten 3-4 Jahre in der Doktorandenzeit. Jetzt geht's los. Das war wirklich so eine Art Startschuss. Also ich hatte ja schon ein halbes Jahr vorher meine Doktorarbeit angefangen, aber das war viel nur Lesen, Theorie. Und dann an Bord das erste Mal zu sehen, da ist es also, mein Forschungsthema, das war wirklich so eine Art Startschuss. Forschung ist auch harte Arbeit. Es ist natürlich kalt da oben, die Kälte ist eine Komponente. Nasse Klamotten sind das andere. Aber das macht einem bewusst Forschung. Ich bin hier bei der Expedition dabei, um zu arbeiten und nicht nur, um mal rauszufahren in die Welt und mich umzugucken, sondern dass es eben auch wirklich anstrengend sein kann. Sobald der Kern wieder gehievt wird, vom Meeresboden bis hoch, das sind ja dann einige tausend Meter sogar, da steht man dann an der Reling und guckt und wartet, was kommt jetzt hoch. Wenn man dann schon sieht, dass das Bohrgestänge verbogen ist, dann weiß man, das ging schief. Das heißt, meistens das Bohrgestänge ist auch leer, da ist dann gar kein Sediment drin. Und dann sind natürlich alle enttäuscht. Aber genau dieser Moment, wenn das Bohrgestänge aus der Wasseroberfläche hervorstößt, dann schaut man schon, jetzt wird's spannend. Ich durfte auch mit dem Helikopter fliegen. Das war dann fast bis zum Nordpol ran, haben ein paar Kilometer gefehlt. Und das ist dann natürlich spannend. Also es macht einem aber auch bewusst, wenn man im Helikopter sitzt, man geht hoch in die Luft und sieht nur Wasser und irgendwo diese kleine Nussschale, Polarstern, das Forschungsschiff, jeder Hafen Kilometer, tausende Kilometer weit weg, dass man doch darauf angewiesen ist, dass das Ganze funktioniert. Das Schiff, die Mannschaft, der Hubschrauberpilot natürlich auch. Aber das, also es ist spannend, sehr spannend. Man kann sich aus diesen schweren Aktionen, jetzt wenn man schwere Sachen heben muss, kann man sich rausnehmen. Man kann aber auch sagen, hey, ich bin jetzt nicht aus Zucker, Fingernägel sind kurz, ich packe gerne mit an. Und das wird natürlich auch gerne gesehen. Genauso wie es bei der Mannschaft gern gesehen ist, wenn man ein paar Knoten drauf hat, um bestimmte Kisten, Instrumente zu verlaschen an Bord.
wenn man da nicht ganz, also als Püppchen an Bord hat man es vielleicht ein bisschen schwerer. Wenn man signalisiert, hier, ich packe gerne mit an, bestimmte Sachen kann man natürlich einfach nicht. Das ist klar, aber wenn man da arbeitswillig ist, dann, also ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht, überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt mehr Frauen in der Forschung, auch in der Polarforschung, als man erwartet. Oft ist es die Frage, wie lange können sie sich halten in der Wissenschaft? Aber das ist dann eine persönliche Entscheidung nach dem Doktor, macht man weiter oder nicht? Familie, ja, nein. Auf dem Schiff ist natürlich auch so, wenn man zwei Kinder zu Hause hat, überlegt man sich das als Mutter wahrscheinlich dreimal. Fahre ich mit 10 Wochen lang oder nicht? Es gibt solche Leute, das ist ja auch, also ich finde es bewundernswert. Ich würde mich wahrscheinlich eher zu den Leuten zählen oder zu den Frauen, die dann mit 2 Kindern zu Hause oder auch ein Kind sagen, nee, ich bleib zu Hause. Also dann kann man sich ja trotzdem seine Sedimente von Kollegen mitbringen lassen. Das ist ja, also die Forschung muss ja nicht drunter leiden. Der wissenschaftliche Austausch an Bord ist natürlich extrem hoch. Man kann natürlich auch über Gott und die Welt reden, aber da man auf dem Schiff ist und seine Ziele hat und natürlich auch gleich anfängt zu planen, jetzt haben wir diesen super Sedimentkern, was kann man damit alles machen, was kann man damit rekonstruieren, dann kommt es natürlich zu Absprachen und dann ist der wissenschaftliche Austausch im Gang. Wenn man dann zurück zu Hause ist im Institut, im Labor, in seinem Büro, dann ist man auf einmal wieder so ganz auf sich allein gestellt und ja, dann fehlt auch ein bisschen was. Diese Kommunikation ist an Bord wirklich extrem gesteigert, was gut ist. Auf dem Schiff hatte ich die Nachricht bekommen, E-Mail-Verkehr gab es nicht viel, aber dann kam halt die eine Nachricht von meiner Mutter, du weißt ja bestimmt schon, dass du Tante wirst, und ich so, was? Hat meine Schwester das gar nicht gesagt irgendwie? Und dann hatte ich von ihr dann die Mail bekommen, schwanger, ausgerechnet jetzt, wo du auf dem Schiff bist, naja, du kommst ja bald wieder zur Geburt, bist ja wieder da. Und das war dann schon so, was mich auch wieder zurückgeholt hat, oder auch jetzt noch immer wieder ein bisschen erdet. Mein Neffen, jetzt kam noch meine Nichte dazu, auf dem Schoß zu haben, mit denen zu spielen, zu wissen, es gibt noch was anderes. Was spannend ist, hier in Potsdam hat fast jeder Doktorand schon Kinder, 1 oder 2. In Bremerhaven ist das wirklich die Ausnahme. Da gibt's, ich glaube, 2 Doktoranden, also die ich jetzt kenne aus unserem Umkreis, die haben Kinder während ihrer Promotionszeit bekommen und sonst alle anderen überhaupt nicht. Und hier, das scheint dann doch eine andere Atmosphäre zu sein. Hier wurde mir letztens gesagt, man wird schon schief angeguckt, wenn man keine Kinder in die Welt setzt. Das wird hier dann einfach auch mit eingeplant. Also das fand ich erstaunlich. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich denke, die Kollegen erwarten auch irgendwann, dass man Kinder in die Welt setzt. Also warum nicht? Da sind ja alle so vernünftig und wissen, das geht vor, so das private Glück. Und ich denke, wenn man alt ist, erinnert man sich nicht an die Momente, wo auf Arbeit mal alles super lief und ich weiß nicht, was man irgendeine super Publikation gemacht hat, das zählt dann nicht. Da rückt ja natürlich wieder in den Vordergrund das private Glück. Kinder. Ja.